Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Dayland. Ich muss gestehen, dass ich erstmal nachschauen muss, was wir denn eigentlich so zu tun haben, beziehungsweise mir mal einen Überblick verschaffen muss. Denn meine letzte Aufnahme liegt jetzt doch wieder schon ein bisschen zurück. Ich weiß noch, dass wir eigentlich relativ viel zu tun haben. Zum Beispiel immer noch diesen Löwenzahn für den, ja, Obermufti von dem Eisplaneten zu besorgen. Das können wir jetzt, glaube ich, auch irgendwie machen, denn wir haben ja das letzte Mal hier so lustige ja, so lustige Pflanzkübel gebaut und da für dich. Da haben wir auch schon irgendwas angepflanzt. Ja, komm hier. Jetzt muss ich erstmal unseren Besuch landen lassen. Und ganz wichtig, mal was essen. Denn das kostet uns schon wieder recht viel Energie. Karotten, Karotten, Karotten. Karotten, wir können auch ernten. Aber zunächst schaue ich mal, was hier so abgeht. Grüß dich, du hast den letzten Auftrag noch nicht erfüllt. Der da wäre. Sprich ein Schutzgebet. Ja. Was, wie, wo, hab ich gerade keine Ahnung. Wenn es mir nicht mehr einfällt, muss ich dann mal in einer der letzten Folgen schauen, wie das ging und was wir da überhaupt machen mussten, weil mir das gerade echt irgendwie absolut gar nichts sagt. Oder ging das irgendwie? Geschichte, geheime Informationen, Abzeichen, Kristall, nö. Haben wir das schon mal gelesen? Weiß ich nicht, können wir dann mal gucken. Schaf, hier hast du was zu fressen. Wo stand denn jetzt die gute Frau? Stand die nicht hier irgendwo? Da. Das war doch nämlich auch mal noch schnell gucken. Schnell, schnell, schnell. Hallo. Gut, wir können bei der theoretisch auch mal einfach so ein paar Vasen kaufen. Die kosten jetzt nicht die Welt. Kirschen. Glockenblumensamen. Ja, kaufen wir zweimal. Hibiskussamen, glaube ich, haben wir auch noch nicht. Gänseblümchensamen. Blautropf haben wir, glaube ich. Saft. Gekauft. Kompost. Ist auch mal gekauft, denn ich glaube, da war relativ schwer zum Herstellen. Was habe ich denn jetzt gekauft? Komischen Hibiskussamen. Ja, komm hier. Aber was mach ich denn? Was mach ich denn? Was mach ich denn? Was habe ich denn jetzt weg? Den Kompost. Alles klar, vielen Dank. Dann schau ich mal noch schnell, was ich verkaufen könnte. Oh, Holz finde ich ziemlich geil. Ja, gut. Dann kriegst du halt ein bisschen Holz. Dann hätten wir die schon mal, wo wir für 2 Cent Holz verkaufen können. Oder für 2 Gold. Und der Goliath, der Raumschiff-Pirat, der ist ja von unseren Steinen sehr angetan. Ich will mal noch kurz was testen, ob wir das Ding. Ne, können wir zurzeit nicht ausbauen. Gut, dann schaue ich noch mal ganz kurz. Da. So. Genau. Den Löwenzahn haben wir jetzt eins. Die Glasflasche können wir mal herstellen, dass wir die mal wieder haben. Werkstatt, genau. Da brauchen wir einfach ein so ein Kristall. Komm, da bauen wir gleich mal ein paar mehr. Gönnen wir uns.
Ist jetzt nicht so, dass das hyperkrass viel kostet. Dann haben wir hier schon einmal Baumwolle wieder und da würde ich... Ah, komm, Kürbis, gib ihm. Genau, ich wollte mal noch schauen, was wir... Ja, für den Kompost. Ach, die Dornen, die haben wir irgendwo herbekommen. So. Genau, hier haben wir den Kladderadatsch. Hoffentlich. Oh, trifft's nicht unsere Hühner. Pick, pick, pick. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, cool, dann können wir mal mit der Münn wieder auf den Eisplaneten fliegen und die Sache endlich mal abschließen. Denn die Sache, ja genau, hier mit der Hude, das haben wir ja schon, da haben wir ja schon 100% abgeschlossen. Also wird da ja wahrscheinlich nicht mehr so viel dort passieren. Jetzt kommt jedenfalls dieses scheiß Vieh wieder. Ich hoffe mal, dass wir das erwischen, genau. Hi Yuki! Hi Akku! Ist das Piratenschiff nicht ein bisschen gefährlich für dich? Ich liebe Risiko. Was macht ihr da? Gauner, Schurken. Oh, nichts, Herr Goliath. Weißt du zufällig etwas über einen Schokoladenkuchen, der aus meiner Speisekammer verschwunden ist? Miau. Kleine Diebin. Arko, beschütz mich. Jetzt müssen wir schon wieder mit dem Typen catchen, oder was? Der ist doch so... Ups, ich häng fest. So blinzig und bewegt sich so dermaßen langsam. Das ist... Oh. Okay, danke. Okay, danke. Okay, danke. Ich glaube, ich switch hier vielleicht... doch mal auf Magie. Ja, das bringt ein bisschen mehr. Oh Gott, oh, warum bewegt er sich denn so lahm? Das ist ja der Wahnsinn. Also im Infight sind wir gegen den nicht besonders gut. Ja, okay, okay, danke. So. Hätten wir das aber auch geschafft. Okay, ich werde dieser Katze nichts tun. Miau. Du kannst wirklich gut plündern. Willst du für mich arbeiten? Miau. Nun, das kann nicht das erste Mal sein, dass ich ein Katzenkind adoptiere. Du hilfst mir bei einigen anstehenden Geschäften. Jo, macht's gut. Das ist aber auch krass, so oft wie wir uns gegenseitig schon auf die Fresse gehauen haben, dass wir uns überhaupt verstehen und immer wieder Geschäfte machen und den immer wieder hier so auf unserem Planeten landen lassen. Ich meine, wir haben Probleme, dann haben wir uns auf die Fresse und dann... Cool, sind wir wieder Freunde, alles klar. Kannst für mich arbeiten, kannst du mir einen Schokokuchen backen, alles klar, kein Problem. Gut. Wenn es nur im realen Leben so laufen würde. Also nicht, dass ich mir gern mit anderen Leuten gegenseitig auf die Fresse hauen würde, aber... Oh, jetzt kommt das Vieh schon wieder, was ist denn hier los? Ups. Ja, jetzt ist es schon bei uns im Haus. Ja, grüß dich. Wolltest du nicht Goliaths Besatzung beitreten? Ja, aber es war schrecklich. Das war vor 3 Sekunden. Piraten nutzen Katzenkinder aus. Ich muss Tag und Nacht die Decks schrubben. Ich musste Tag und Nacht die Decks schrubben. Das waren vor ungelogen 10 Sekunden. Vor 10 Sekunden waren die da. Sind in... 140. Tag ist in der Zeit vergangen. Was kann die da groß gemacht haben können? Sie gaben mir nicht mal Süßigkeiten, nur Katzenfutter. Ja, weil in den 10 Sekunden lagen jetzt bestimmt 15 Mahlzeiten dazwischen. So eine Gedankenlosigkeit. Aber ich bin geflohen und ich habe eine kleine Bezahlung verlangt. Diese Schatzkiste, sie sieht wertvoll aus, aber ich könnte sie noch nicht öffnen. Behalte sie als Dank für deine Hilfe mit dem Piraten. Miau. So. Dann gucken wir aber mal, was wir hier noch zu tun hatten.
Ach ja, das war das mit dem Frosch. Da habe ich wirklich, wie gesagt, noch keine Ahnung. Bop, 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 bop. Was wir da machen müssen. Oh, ich kaufe auf jeden Fall nochmal so einen Löwenzahnsamen. Limatsch ist billig, billig. Nehmen wir auch mal noch mit. Die ganzen Tränke. Weiß nicht, ob das noch kommt, aber im Prinzip brauchen wir die zurzeit absolut gar nicht. Also, beziehungsweise kommen wir damit auch immer ganz gut. Kommen wir immer ganz gut ohne die klar, so rum. Ja, ich hätte natürlich mal für den Kollegen hier ein bisschen Stoffe produzieren können. Weil das eine der Sachen ist, die uns doch ja am meisten Geld bringt, würde ich mal sagen. Ja, da haben wir auch noch ganz schön viel. Das heißt, müsst vielleicht doch bloß ein paar Stoffe machen. Genau, da machen wir mal schnell die Fäden alle, auch wenn das jetzt nicht so krass spektakulär ist. Ja, ich hab's verstanden. Brauchen wir noch einen Faden. So, aber auf jeden Fall haben wir sonst noch. Nein, ja, ich weiß doch. Ich will dir auch bloß meine Kackstoffe verkaufen. Algen. Bin ich jetzt doof? Da. Zack, 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 zack. Vielen Dank für das Geschäft. Ja, die Baumwolle, die wächst gerade irgendwie relativ schnell. Meins soll mir recht sein. So, dann schauen wir auch mal. Oder rennen erstmal da dagegen. Pflücken. Cool. Pflücken. Pflanzen. Pflanzen. Könnten wir ja eventuell. Genau, da haben wir ja noch. Zack, bumm. Dann können wir da auch mal Gänseblümchen pflanzen. Einfach so, weil wir es können. Genau, das ist diese Pflanze zum. Wenn wir die rütteln, dann kommt diese Menschenfrau. Mit dem Angeln, das hatten wir probiert. Läuft ja sowieso relativ beschissen bei mir. Weil, wie gesagt, meine Tasten auf dem Controller alle komplett anders belegt sind, als sie eigentlich beschriftet sind. Und das macht die Sache mit dem Angeln nicht besonders einfach oder ist zumindest nicht hilfreich, so gesagt. Gut, hier an den Kirschen, da wächst immer relativ wenig oder ich verpasse das immer gerade so. Ups, keine Absicht. So, ja, da müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen, weil das wird doch durch die Fütterung der unserer Hühner. Nee, ich will nicht zerstören, ich will eigentlich melken. Danke. So, dann ernten wir das noch. Und Aubergine, warum nicht? Warum nicht? Genau, jetzt will ich trotzdem nochmal durchgucken, was wir eigentlich zu tun haben. Das haben wir fertig. Können wir den nächsten Mal abladen, dass wir auch mal wieder auf der Eisinsel sind. Das mit den Krabbenbeinen. Da kommen. Die haben wir von so komischen Viechern bekommen, die zu uns auf den Planeten kommen. Heißt, das müssen wir einfach abwarten. Das mit den Fröschen, da habe ich noch absolut gar keine. Gar keine Idee, wie wir das machen. Die Hühnerkeule, ja gut, das konnte man ja vorhin leider
nicht anbieten, weil ja, der einfach wieder abgehauen ist. Der Kerl, das mit dem Schutzgebet, das muss ich dann jetzt mal in der Pause vielleicht nachgucken, wie das ging, was wir da eigentlich machen mussten. Das hat sie uns ja bestimmt erklärt. Ja, direkt von der Mün haben wir eigentlich keine Aufgaben, hatten wir auch schon lange keine mehr. Da haben wir aber auch schon 78% erfüllt. Hier, ja, immer mal, wenn die vorbeikommen. Vielleicht ergibt sich da hier beim Umi dann demnächst noch was, wenn wir da mal vorbeigucken. Was wir, wenn ich auf die Uhr schaue, dann in der nächsten Folge machen werden. Oh. Upp, 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 upp. Das war knapp. Dann lassen wir mal noch die beiden Meteoriten hier einschlagen. Und ich würde sagen, Pock und Pock. Und wir sehen uns dann. Na gut, dann nehmen wir das auch noch mit. Vielleicht sind es ja Krabbenbeine. Nein, es ist Limatsch. Unsere Limatsch-Freunde. Ui. Pock, 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 einer. Gut. Dann aber jetzt. Genau. Verabschiedung ist angesagt. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Habt vielen Dank bis hierher und bis dahin. Macht's gut. Ciao.